Haarausfall, sprödige, glanzlose Haare, brüchige Haare. Jeder kennt das und es ist ein Riesenthema und sehr häufig stecken unsere Hormone dahinter. Mein Name ist Dr. Elise Martin, Ärztin der Online-Hautarztpraxis Dermanostik. Hier sehen wir sehr häufig Patientinnen mit Haarausfall und manchmal ist es tatsächlich hormonell bedingt. Es gibt verschiedene Arten von Haarausfall, beispielsweise allergisch bedingt, Stichwort Jada Smith, aber auch die sogenannte androgenetische Alopezie, also durch eine Vererbung. Auch Tumore und andere Erkrankungen können Haarausfall begünstigen. Informationen dazu haben wir ausführlich auf unserem Blog www.dermanostik.com/blog. Unser Haar ist erstmal ohne Gefühle. Das heißt, wir haben hier keine Nervenzellen. Das liegt daran, dass es aus Keratin besteht, aus verschiedenen Schichten. Von außen nach innen haben wir auch unterschiedliche Bedingungen. Das bedeutet, ganz außen haben wir erstmal unsere sogenannten Cortex, also der äußere Wall, und von innen hin haben wir wie so eine Art Mark. Wichtig ist, dass unser Haar in verschiedenen Haarzyklen sein kann. Es gibt die sogenannte Wachstumsphase, Anagenphase. Dann gibt es eine Umwandlungsphase, das heißt, die Haarwurzel verkürzt sich, beziehungsweise auch der Haarfollikel unten, und dann bezeichnet man das als Katagenphase und zum Schluss fällt das Haar aus, das ist die sogenannte Telogenphase. 85% befinden sich in der Wachstumsphase. Das wird besonders gefördert durch Östrogen und Östrogen haben wir extrem viel im Rahmen der Schwangerschaft, aber auch einige Pillen beinhalten Östrogen und das heißt, durch unsere Hormone können wir diese Phase verstärken bzw. auch verlängern. Wenn du jetzt zum Beispiel die Pille abgesetzt hast oder entbunden hast nach der Schwangerschaft passiert Folgendes. Unser Hormonhaushalt verändert sich und in dem Bereich kann es zu einem Absinken des Östrogengehaltes kommen. Das hat eine unmittelbare Auswirkung auf die Haarwachstumsphasen und es kommt zu einem Durcheinander. Plötzlich fallen etwas mehr Haare aus und wir haben nicht mehr 85% in der Anagenphase, sondern eventuell nur noch 80%. Und das macht schon extrem viel aus, denn wir haben sehr viele Haare und kleine prozentuale Änderung heißt Verlust von extrem vielen Haaren. Bei der Pille kann es ebenfalls zu einem vermehrten Haarausfall kommen, wenn du zum Beispiel eine sogenannte antiandrogene Pille verwendest. Antiandrogen heißt, dass etwas weniger Androgene, also männliche Geschlechtshormone, im Körper vorhanden sind, aber dafür haben wir etwas mehr weibliche Geschlechtshormone, beispielsweise auch Östrogen. Und das wiederum fördert die Anagenphase. Wird die Pille abgesetzt, entfällt oder fällt der Hormonspiegel beim Östrogen und das wiederum wirkt sich auf unsere verschiedenen Haarzyklusphasen aus. Da das Thema Absetzen der Pille nicht nur Veränderungen bei den Haaren, sondern auch bei der Haut verursachen kann, haben wir da auch nochmal ein weiteres sehr ausführliches Video, wo auch die Pille genau beschrieben wird von ihrem Wirkmechanismus. Aber Achtung, es kann auch viele andere Ursachen haben, weswegen deine Haare ausfallen. Zum Beispiel eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion, andere immunologische Erkrankungen. Und von daher ist es sehr wichtig, dass du schaust, wie ist auch deine Ernährung, wie ist dein Bluttest. Das bedeutet, diese ganzen Faktoren sind ebenfalls wichtig und nicht nur die Pille alleine kann ursächlich dafür sein. Was heißt das konkret für dich? Am besten wartest du um die 3 Monate ab, maximal 6 Monate, dann sollte eine Besserung entstehen und falls nicht, steht unser medizinisches Team über die Dermanostik-App jederzeit für dich zur Verfügung.